Heute geht es darum, welche Magnesiumform die beste ist für deinen Körper und allgemein die beste bioverfügbare Form für die Muskulatur oder für das Gehirn und so weiter. Sehr, sehr spannend. Magnesium ist ein essentielles Mineral für den menschlichen Körper und hat viele wichtige Funktionen. Zahlreiche Studien haben die Rolle von Magnesium im Körper untersucht. Hier sind einige der bekanntesten Funktionen von Magnesium. Davon kennt ihr sicherlich einige noch nicht. Von daher ist es mal ganz, ganz spannend zu wissen, was macht Magnesium überhaupt alles so bei uns im Körper. Erstens Energiestoffwechsel. Magnesium spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel, besonders bei der Umwandlung von Nahrung in Energie. Es ist ein notwendiger Kofaktor für viele Enzyme, die am Stoffwechsel, besonders von Kohlenhydraten und Fetten und Proteinen, beteiligt ist. Zweitens Synthese von DNA, RNA und Protein. Magnesium ist wichtig für die Synthese von Nukleinsäuren und Proteinen, das heißt für deine Erbanlagen, der Aufbau deiner Erbanlagen, der Aufbau von neuen Zellen, auch für die Regeneration also. Nervenfunktion Nummer 3. Magnesium unterstützt die Funktion der Nerven, indem es die Übertragung von Nervenimpulsen zwischen Nerven und Muskeln reguliert. Ein angemessener Magnesiumspiegel kann helfen, Nervenreizbarkeit und Muskelzuckungen zu verhindern. Ihr kennt zum Beispiel alle, wenn das Auge mal so ein bisschen zuckt, das ist der Magnesiummangel. Viertens, Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei der Muskelkontraktion und Entspannung. Es kann helfen, Muskelkrämpfe zu verhindern oder auch zu lindern. Knochendichte Nummer 5. Magnesium trägt zur Knochendichte bei und unterstützt die Gesundheit der Knochen. Es arbeitet eng mit Kalzium zusammen, um die Knochenstärke zu erhalten. Gerade auch Vitamin D kennen wir alle. Jeder Schritt bei der Umwandlung von Vitamin D in das Hormon, erstmal in der Leber, dann in der Niere, ist Kofaktor Magnesium an erster Stelle. Blutdruckregulation, dazu kommen wir auch gleich, eine sehr interessante Studie. Magnesium kann dabei helfen, den Blutdruck zu regulieren und hat möglicherweise schützende Effekte gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu auch gleich mehr. Blutzuckerkontrolle, Magnesium kann auch eine Rolle bei der Kontrolle des Blutzuckers spielen und das Risiko von Diabetes Typ 2 reduzieren in Studien. Elektrolytbalance, Magnesium hilft, das Elektrolytengleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten, was für viele Körperfunktionen wichtig ist. Ein Mangel an Magnesium kann zu einer Vielzahl von Symptomen führen, darunter Müdigkeit, Muskelkrämpfe, Herz, Rhythmusstörungen. Ganz wichtig, ganz viele Menschen haben das, weil sie falsch Magnesium einnehmen und falsch dosieren. Dazu gleich genau mehr, ich zeige euch genau die Mengen, die relevant sind. Es ist daher wichtig, ja, sicherzustellen, dass man genug Magnesium über die Ernährung oder halt über die Nahrungsergänzungsmittel zu sich führt, gegebenenfalls dann ergänzen. Ja. Nimmt man zu viel Magnesium zu sich, dann wird es einfach ausgeschieden, weil es ist wasserlöslich. Ja? Worst case kann eintreten, du musst mal ein bisschen flotter auf Toilette dann. Ja? Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, weil es natürlich nichts Fettlösliches ist, was irgendwann zu einer Toxizität führen könnte, so schnell. Ja? Bevor wir gleich zu den einzelnen Magnesiumvarianten kommen und in welchen Körperteilen welche Magnesiumvarianten am besten wirken, noch etwas sehr, sehr Wichtiges. In einer Meta-Analyse aus ausschließlich 34 randomisierten Menschenstudien, also Goldstandard, ich wiederhole, 34 Goldstandardstudien, haben die Probanden im Durchschnitt 368 Milligramm Magnesium pro Tag supplementiert für 12 Wochen. Und ihr Blutdruck wurde vorher und nachher gemessen. Für alle nochmal zur Wiederholung. Bei einem abnormalen Blutdruck steigt das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko um ganze 3,7 Mal. Was viele nicht wissen, das ist die häufigste Todesursache der Welt, war, ist und wird auch immer sein. Wenn dir der Content bis hierhin gefällt, würde ich mich auch übrigens sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben von dir. Das würde mir ein Lächeln ins Gesicht jetzt eben zaubern. Und du kannst mir auch sehr gerne einen Kommentar schreiben. Ich lese sehr, sehr gerne von dir. Was ebenfalls unglaublich wichtig ist, dass die Studie hier schreibt, dass erste Effekte erst nach 4 Wochen spürbar sind und der Blutspiegel sich dann aufgebaut hat. Es gibt Menschen, ja, die nehmen ein Produkt unregelmäßig, ja, und nicht mal einen Monat und sagen, dass es nichts bringt und sie es nicht merken. Man kann sich merken, dass mehr als Millionen von Studien immer auf 12 Wochen basieren und das ist nicht ohne Grund so. Also, macht nicht den Fehler und verschwendet eure Zeit und euer Geld, sondern wenn ihr wirklich Wirkung haben wollt, dann zeigt auch eine gewisse Konsequenz und dann werdet ihr auch belohnt.
Wie man hier sehr eindrücklich sehen kann, erhöht sich der Spiegel so richtig erst im Blut ab 350 Milligramm Magnesium, ja, in dieser Abbildung. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass je mehr Magnesium man im Blut hat, desto niedriger ist der Blutdruck, und zwar systolisch beim Auswurf des Blutes und diastolisch beim Zusammenziehen. Das hängt damit zusammen, dass Magnesium die Muskulatur relaxiert. Auch deine Arterie ist abhängig von der Muskulatur, die unmittelbar hinter der Arterienwand lokalisiert ist. Je mehr diese Muskulatur sich entspannen kann, die hinter der Arterie, desto breiter ist die Arterie auch. Und desto niedriger ist ja auch der Druck, der auf sie, das heißt auf die Arterie ausgeübt wird. Und dadurch sinkt auch logischerweise der Blutdruck. Sehr simpel, wie verständlich, wenn man es mal einfach erklärt den Menschen. Doch jetzt fragt man sich in dem Magnesium-Dschungel, welches ist denn das richtige Magnesium? Welches entspannt am besten meine Muskulatur und damit auch sein Bioverfügbarsten vor allen Dingen auch, ja? Dazu gibt es eine sehr interessante Studie, eine sehr, 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 sehr interessante Studie, ja, wo verschiedene Magnesiumformen, Varianten miteinander verglichen wurden. Es wurden die vier häufigsten Magnesiumverbindungen getestet in verschiedenen Kompartimenten im Körper, das Muskel, Hirn und so weiter. Und das Wichtige auch hier, daher ist die Studie auch so genial. Es wurden verschiedene Magnesiumkonzentrationen benutzt, das heißt, zeige ich euch gleich, wie viel dann immer gesteigert worden ist, ja, um dann zu gucken, wie ist dann die Wirkung, wie ist dann der Spiegel im Blut, wie ist dann der Spiegel im Muskel. Magnesiumoxid wurde hier nicht mitgetestet, weil es in der Wissenschaft bekannt ist, dass es die absolut unbrauchbarste Magnesiumverbindung für den Körper ist, da sie komplett anorganisch ist, leider aber mit am häufigsten verwendet wird, weil sie einfach am günstigsten ist und ein Abfallprodukt der Industrie einfach ist. Zuerst wurde Magnesiummalat, Magnesiumacetyltaurat, Magnesiumglycinat und Magnesiumcitrat verglichen in den Konzentrationen 45, 135, 405 Milligramm Magnesium. Zunächst schauen wir uns die Kontrollgruppe an. Hier sieht man, dass bei 45 Milligramm Magnesium der Spiegel im Muskel nicht ansteigt im Vergleich zur Placebo-Gruppe oder beziehungsweise zur Kontrollgruppe. Selbst bei 135 Milligramm Magnesium steigt der Spiegel nur in der Magnesium-Citrat-Gruppe über die Kontrollgruppe hinaus, also den Ausgangswert kann man sagen. Bei 405 Milligramm Magnesium schafft es selbst Magnesiummalat nicht über die Kontrollgruppe und die anderen beiden Gruppen wie Glycinat nur ganz knapp, also auch relativ unwirksam. Ja? Das einzige Magnesium, was hier wirklich einen guten Spiegel innerhalb der Skelettmuskulatur aufbaut, war das Magnesiumcitrat. Daher einige Menschen konsumieren verschiedene Magnesiumprodukte. Fatalerweise leider oft nicht das Magnesiumcitrat. Und dann noch viel zu wenig dosiert unter 405 Milligramm und wundern sich, dass sie absolut keine Wirkung haben. Ja. Daher ein Appell. Ich verlinke euch mal laborgeprüftes Magnesiumcitrat. Und dann dosiert es mal richtig. Ja. Hier habt ihr jetzt kausal belegt, ja, wie viel ihr quasi benötigt, damit man den Unterschied wirklich spürt und davon auch profitieren kann. Ja. Und von den Vorteilen vorher auch. Gerade vor dem Schlafen wirkt es bei mir absolut Wunder. Richtig dosiert und die richtige Form. Früher wurde ich immer nachts wach. Doch wieso das jetzt so nachteilig ist, das zeige ich euch jetzt. Dazu noch mal einen Ausschnitt aus meinem Video zum Toilettengang nachts und einem Sterberisiko. Dazu möchte ich euch eine Studie zeigen, die diesen Sachverhalt visuell darstellt. Diese wurde in dem Journal of Urology veröffentlicht und beschreibt den Zusammenhang zwischen nächtlicher Toilettengänge und der Sterblichkeit. Schauen wir uns zusammen zuerst die Daten von 20 bis 49-Jährigen an. Wie wir sehen können, ab drei Toilettengängen, hier als die durchgezogene Linie zu sehen, steigt das Sterberisiko schon auf über 10% bei Männern, bei Frauen etwas weniger. Wir sehen einen sehr kleinen Trend, aber auch schon bei einmal nachts auf Toilette steigt das Risiko bereits, auch wenn nur sehr gering marginal. Dann gibt es in der Studie noch eine Abbildung, die die Blutkonzentration beschreibt, durch die Magnesiumverbindungen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das Citrat eher niedrig konzentriert im Blut zu finden ist. Was aber auch logisch ist, denn es findet sich ja auch am meisten im Muskel wieder, ja, und verbleibt nicht einfach im Blut. Daher spricht diese Abbildung hier eher für das Magnesiumcitrat. Man sieht man ganz klar, dass es wirklich in den Muskel hinein aufgenommen wird. Ja. Abschließend schauen wir uns noch die Konzentration im Hirn an. Hier sieht man, dass die Konzentration circa alle gleich sind. Hier ist
Ne, das Acetat ist hier marginal am besten halt, ja. Sieht man hier nochmal den Vergleich. Aber man sieht, alle Magnesiumverbindungen kommen eigentlich auch im Hirn so an. Ne? Und hier nochmal eine andere Abbildung, die nicht nur den Skelettmuskel einschließt, sondern auch alle anderen Muskelgruppen. Und man sieht, wie stark Magnesiumcitrat hier wirklich nochmal voranschreitet. Gerade für das Herz, denn dieses ist ebenfalls ein Muskel. Und kein Muskel im Körper hat so einen hohen Magnesiumbedarf wie das Herz. Magnesium steuert nicht nur den Blutdruck, sondern auch den Puls. Man kann aber erst einschlafen, wenn der Puls einen gewissen tiefen Bereich erreicht hat. Daher ist Magnesium ein absolutes Muss für mich. Ja, dazu ist es auch einfach extrem günstig und extrem wichtig bei der Umwandlung meines Vitamin Ds auch im Körper. Von daher für mich ein absolutes Staple jeden Tag, gerade vom Schlafengehen, 4 Kapseln. Ich sag danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schau mal in die Videobeschreibung. Da würde mich sehr freuen, wenn du da mal reinschaust. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.